Eure Videos. Moin Leute, willkommen zu Folge 264. Der Ton ist manchmal ein bisschen komisch in dieser Folge. Müsst ihr durch. Ich sitze gerade am Laptop. Jetzt bei diesem Bearbeitungsschritt. Und je nach Bearbeitungsschritt, mal guter Ton, mal schlechter Ton, müsst ihr durch. Widrige Umstände hier, tagelang kein Strom und so eine Zustände. Also, trotzdem, viel Spaß. Ist der bescheuert? Muss er wohl sein, aber habt ihr gesehen? Er hat noch fröhlich beim Überholen gewunken. So, Erstmal beim Überholen Lichthupe machen, damit der Gegenverkehr weiß, Achtung, ich zieh durch, halt du da bitte mal an. Dann geradeaus auf Mühlhäuser Chaussee. Alter. Das war jetzt knapp und verboten. Und knapp und verboten. Pablo Sansibar war sich nicht mehr sicher, aber er glaubt, so 190 gefahren zu sein. Oh, da werde ich direkt aggressiv. Wieder ohne zu gucken rausziehen. Und guck dir die Scheiße an, sowas passiert dann halt. So, aber weil das nicht reicht, haben wir auch noch eine wilde Geschichte dazu. Der BMW-Fahrer hat, nachdem die Polizei kam, die Behauptung aufgestellt, alles richtig gemacht zu haben. Er hat geblinkt und in den Spiegel geschaut. Das war für ihn ausreichend. Das Blinken und sofort rausziehen fand er als selbstverständlich an, da ich zu bremsen habe, wenn ein Fahrzeug vor mir einscheren möchte. Was? Die Polizei klärte dann den Herren anschließend nach der Sichtung der Aufnahmen auf. Davor war ich noch der Schuldige. Und es reicht nicht nur, den Blinker zu setzen. Er muss beim Fahrspurwechsel sich zu 100%ig sicher sein, dass kein anderes Fahrzeug durch seinen Wechsel gefährdet wird. Fazit, hätte ich keine Kamera, würde ich meine Selbstbeteiligung zahlen und ich wäre der Arsch. Immerhin waren das knapp 12.000 Euro Schaden. Ja, ich denke auch, ohne die Kamera hätte man einfach denken können, ja, der ist mir einfach so bei voller Fahrt hinten reingefahren, ne? Und dann stehst du da wie eine Ölgötze. Dann bist plötzlich nämlich du schuld, ne? Wenn der dann behauptet, ich war hier schon die ganze Zeit und dann ist er mir einfach so hinten reingefahren, ja, dann, wer auffährt, ist schuld. Blitze! Freundchen, wie viel hast du Abstand? 2 Zentimeter. Der BMW vor uns, der ist ganz schön nervös, der blinkt schon die ganze Zeit links, obwohl hier auch eine 30-Zone jetzt anfängt, eine kurze. Jawohl, die haben sich berührt. Und ich habe auch gesehen, dass der Silberne auch geblinkt hat. Im Grunde, in meinen Augen, müsste der Überholer in diesem Fall Schuld kriegen. Aber es ist immer so, der Spur wechselt und wer abbiegen will, der kriegt die Schuld. Denn der muss sich versichern, dass alles frei ist. Dazu zählt leider auch, wenn du in dem Moment, obwohl du links blinkst, überholt wirst, dann bist du trotzdem schuld, weil du im Moment deine Sorgfaltspflicht verletzt hast oder was weiß ich, wie das genau heißt. Mensch, hier können wir mal schön von hinten sehen, wie es eine Pfeife nicht schafft, auf die Autobahn zu kommen. Was fährt der LKW? 90. Was muss er auf dem Beschleunigungsstreifen schaffen? 90 oder mehr, am besten 100. Und dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja, und wie kommst du da hin? Gas geben, Gas geben! Aber nicht im sechsten Gang, im dritten, vierten und volle Pulle Kapelle machen. Und in diesem Fall wäre es auch in Ordnung gewesen, wenn er den LKW weiterhin überholt hätte auf dem Standstreifen. Malvin wieder im LKW unterwegs. Oh. Meine Fresse, ey. Man sollte einfach weiterfahren. Hier geht's um die Deko, die da auf die Straße gemalt wurde. Also hier, diese weißen Striche und Linien. Guck da mal drauf. Nun kommt diese Tante da in ihrem Kia angeschossen und regt sich darüber auf, dass er rausgezogen hat. Und gestikuliert da rum. Ja, weißt du, also Scheiße bauen und sich über andere aufregen, ne? Alles klar.
Hübsche Gegend. Laut diesem Schild, was da gleich so steht, habe ich mal gegoogelt, müsste Italien sein. Das Auto, was da gleich erscheint, ist auch italienisches Kennzeichen. Also irgendwie sowas da. Da das andere Schild aber auch noch deutsch und italienisch beherbergt, könnte es sein, dass es irgendwie so Grenzregion ist. Aber ist ja egal, da geht's gar nicht drum. Ach doch, es geht ja doch darum, weil, ach, schöne Gegend. Hier ist so ein komisches Schild, das verstehe ich nicht. Oh. Du wärst nicht erhalten, hä? Was bist du für ein Depp? Halt, halt, aber du kriegst mehr! Der Turm. Posten Sie. Gott, so Vollidiot, die auch gar nicht. Ja, und der Hane dahinter? Hau die auch noch, ja. Rekordvideo. Du bedankst dich auch noch? Ja, ich hätte. Ja, was soll man das machen? Wir haben schon beigekommen. Wuff? Mann, saugefährlich. Aber immerhin ist er schlauer als eine Katze. Die hätte sich direkt mal überfahren lassen, ne? Also auf Parkbrötchen haben wir keinen Platz mehr. Ja. Nicht mal geguckt. Hihi, wir sind hier beim Thema Instant Karma. Der da überholt, ja, nicht so cool. Warten wir noch einen Moment ab. Jetzt kann ich es euch ja sagen. Der PKW ganz links ist ein Zivilfahrzeug der Polizei. Geil. Tobias sagt, die sind dann gemeinsam auf einen Parkplatz gefahren. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch sein, dass das Privatauto ist von dem Typen? Kann man als Polizist in seiner Freizeit Leute anhalten oder so? Wir haben ja schon viele geisteskranke Überholmanöver hier gesehen, aber ich glaube, das hier toppt alles. Der Rote da vorne, vollkommen undicht, der Typ. So ein sein. Also so ein voll Mann. So ein blöder. Das ist ja unfassbar. Erst drängelt er sich raus auf der Straße, dann überholt er im Überholverbot und überholt nochmal im Überholverbot und ist zweimal trotz Gegenverkehrs. So ein. Den sollte man den Führerschein für immer wegnehmen. Fahrräder auch, er sollte nur noch laufen dürfen. Allen Vieren. Ich hoffe ja irgendwie, dass der auf Droge ist oder vollkommen besoffen, denn wenn der das mit klarem Verstand macht, Alter, dann hat der aber ganz üble Probleme. Oh, die Blonde sendet aber. Da rechts, da steht ein PKW, der will auf diese Straße drauf, um den geht's. An einer blendenden Sonne kann's ja eigentlich nicht gelegen haben. Hardy müsste ja eigentlich voll angeleuchtet sein. Jetzt ist es wirklich passiert. Ich hab jahrelang auf diesen Moment gewartet. Irgendwann fährt mal einer los. Hoi Sascha, ich habe hier ein wunderschönes Beispiel einer gut gemeinten Geste, die vollends dämlich ist. Hinter mir war alles komplett frei, kein Auto weit und breit. Ich habe zwar gesehen, dass er abbremst, aber bei 80 km/h außerorts verschätzt man sich trotzdem so schnell. Aber siehst du ja selber. Mach weiter so, bleib gesund und einen wunderschönen Abend wünsche ich. Den wünsche ich an euch auch übrigens. An Gruas, Duca. Servus. Scheiße, ja. 3.400 Euro Schaden an Urans Auto, beim LKW nichts.
Danke auch an meinen Mitarbeiter Paul fürs Videos pixeln. Horsepower Dashcam heißt, hat einen eigenen Kanal mit Oldtimer Dashcam Videos und auch andere Oldtimer Videos, Oldtimer Treffen und so. Ist ganz interessant, guck mal rein ruhig. Dommel schreibt, gut, dass seine Frau gefahren ist, weil wenn er gefahren wäre, er wäre schneller losgefahren und dann hätte es geknallt. Und wie man sieht, sind rechts unserer Kamera auch noch drei Spuren mit jeder Menge Pkw. Und was machen die, wenn es grün wird? Losfahren. Schöne Grüße schickt er noch, dem Pisser sollen beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Ich weiß ja nicht, ob sowas Not tut, die anderen Leute so erschrecken, also, und selber das Leben riskieren dabei, der kann doch nicht richtig sein, Leute. Einfach unfassbar, unfassbar. Wie kann man so durch die Gegend fahren? Ehrlich, was, die Motorräder? Nee. Hier, die Scheibenwischer. Die Verschleißanzeige ist gelb. Du brauchst neue Wischer. Damit ihr es auch schnell kapiert, hier sind zwei Spuren in eine Richtung und da ganz links hinter den Gleisen sind die zwei Spuren in die andere Richtung. Ja, und da durfte man ganz offensichtlich nur rechts abbiegen. Er oder sie konnte ich in dem Pkw gar nicht entziffern, hatte sich aber auch die Hand vor den Mund gehalten, war also definitiv erschrocken. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!